Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Quest 8. Ja, wir haben in der letzten Folge, die Prinzessin verloren. Upsi. Und müssen jetzt zur Roten Elster. Wie ist die Rote Elster? Elster, auf jeden Fall zum Elsternest und unsere Medea wiederholen. Denn sie hat die gekauft vom Schwarzmarkt. Und das heißt für uns erstmal wieder Jopdadiho. Gewinnt. Und ab zur Elster. Huch, warum bin ich denn noch ein bisschen müde? Ist mal voll gähn. So, die Elster wohnt. Das ist mein Kampf. Jessica, du siehst aber toll aus. Nein. Sieht sie nicht. Ja, fangen wir gleich an zu Zwillingen und dann ist gut. Süß. Muss erstmal ein bisschen leiser machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die mich anschreien. Jessica in ihr New Outfit, Alter. Geil. Sehr lebt sogar noch. Na, das macht aber Schaden. Okay, gut. Das andere hat keinen Schaden gemacht. Okay, alle auf einen. Und einer auf alle. Das ist auch so der Spruch von den... Mann, Jessica. Zieh dir mal was an, ey. Kein Wunder, dass du Schaden bekommst. Was blockt doch nicht. Da ist null Verteidigung, Mädel. Null. Sag ich dir gleich. Halten Sie sich zurück. So. Ich weiß gar nicht, ob wir Eisennagel. Oh, cool. Bringt uns nichts, aber cool. So, gucken wir auf die Karte. Wir müssen nämlich... Okay, man sieht es nicht. Man sieht es kein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall nach links. Ich komme nicht mehr raus. Wir müssen auf jeden Fall in den Westen gehen. So. Irgendwo hier. Ich muss selbst gucken. Hier gibt es noch überall Truhen und sowas, aber ich muss mich selbst umgucken. Mini-Dämonen. Ich hasse sie. Oh, nee. Jetzt machen die bestimmt gleich Fauch, Fauch, Fauch und alle tot. Oh, nee. Kühle Odem und alle tot. Ach, das macht gar nicht mehr so viel Schaden. Das ist gut. Das macht aber Schaden. Autsch. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest, wenn die das machen. Ich hasse diese Viecher. Die sind echt gacke Viecher. Ja, wenigstens hat jeder nochmal mit der Spitzhacke da angegriffen, da mit der Gabel. Und dann jetzt müssen wir gleich erstmal unsere Leute wieder heilen. Ciao. Lebt noch. Keiner geht Level up, aber wir müssen erstmal heilen. So, wir wollten zum Elsternest. Werden hier aber konsequent aufgehalten von allen. Von allen, was es gibt. Ich glaube, bei der Elster konnten wir uns heilen. Also übernachten, dass es uns besser geht. Alter, ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke immer Kreis. Ich weiß auch nicht. Kreis ist das normale Zurück. So, hier irgendwo ist nämlich eine Kiste. Irgendwo so um und bei. Irgendwo so hier rein. Irgendwo da so. Da ist übrigens Geld drin und Geld brauchen wir. Oh, natürlich greifen die zuerst an. Wir haben es ja bis jetzt noch nicht geschafft, Jangos die Stahlaxt zu kaufen, damit er mehr Damage macht. Aber macht noch nichts. Demnächst. Müssen wir nur ein bisschen Geld zusammensammeln, das geht schon. Da geht eigentlich schon relativ schnell dann. Wutsch, watsch. So sterben die wenigstens. Das ist gut. Und so wäre er auch gestorben. Pieks. Nur weil der alte Saufkopf die Prinzessin verlieren musste. Warum geht hier keiner Level ab? Was ist da los? Oh, ein berüchtigtes Monster. Nein.
Nein, das war knapp. Nein. Ich glaube noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht. Das ist noch ein sehr, 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 sehr starkes Monster. Salzer heißt es und das ist noch ein sehr, 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 sehr starkes Monster. Da sollten wir uns nicht mit anlegen. Hat nämlich extrem hohe Flinkheit und kann mindestens 2-3 Mal angreifen. Und das macht Auerbubu, wenn es 2-3 Mal angreifen kann. Allgemein, alles, was 2-3 Mal angreifen kann, macht Auerbubu. So, der da ist mir der wichtigste. Kannst du eigentlich irgendetwas Besonderes? Bist du irgendwas Tolles oder so? Ein schlimmer Pfeil, aber... Wirklich episch. Epische Techniken kann er leider noch nicht. Es kommt aber noch, wenn er mal Level abgehen würde, die Wurst. Will er aber ja nicht. Die machen von allen immer noch am wenigsten Schaden. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Yangus ein Ninja. Ninja. Irgendwo dahin so. Bisschen aufteilen und dann. Aber wie gesagt, wir müssen uns eigentlich mal echt dran machen, ein bisschen zu leveln, aber. Ich bin sehr levelfaul. In jedem Spiel bin ich immer sehr levelfaul. Weil man levelt ja immer so ein bisschen mit, ne? Wenn man hier jetzt die ganze Zeit die Sachen sucht, levelt es ja sowieso auch mit. Und leveln kann man nur bei... Keiner geht Level ab, ihr seid so faul. Und leveln kann man ja auch eigentlich wirklich nur effektiv bei Metallschleimen. Da es noch ewig dauert, bis wir zur Metallschleimhöhe kommen, wo wir nur Metallschleime finden, beziehungsweise den nächsten Metallschleim, den Blasenmetallschleim finden... Wird entspannt. Bis wir den da finden, dauert das noch, auch noch ein bisschen hin und deswegen lohnt sich Level noch nicht. Aber ich denke mal, spätestens wenn wir zu dem Metallschleim kommen, das wird da erstmal ein kleines bisschen aufhalten und ein bisschen fertig machen. Ciao, macht der Hüftschubser. Ey, hat die Hüftschubse. Ich weiß, Jessica kann mit ihrem Ding ziemlich hart zuhauen, aber wenn Salza noch härter zuhauen kann, haben wir natürlich ein Problem. Mach doch. Was zeigst du hier auf mich, ey? Na endlich, der Held. Natürlich, Case, der Alte, der ist wieder Level up. Die Mittelheilung, oh, das ist auch hilfreich. Und 5 Talentpunkte fürs Schwert, das ist auch sehr gut. Hat uns nichts gebracht. Es war scheiße. Oh Mann, Gates soll mal was Neues lernen. Ich bin schon froh, dass er den Metallhieb lernt. So, wir müssen jetzt runter zum Strand. Denn am Strand wartet auch noch ein berüchtigtes Monster auf uns. Und wir alle kennen dieses berüchtigte Monster. Wir haben nämlich davon eine Notiz. Was ist das hier eigentlich? Das ist Sand. Episch. Sand. Nein, doch. Denn, oh Gott, und die dürfen garantiert zuerst angreifen. Nee? Okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Du, diese Bewegung immer von ihnen, ey. So obszön. Bringt überhaupt nichts, Säusel, aber macht nichts. Wir müssen den Hüftschubser loswerden. Tschüss. Geh deine Hüft woanders schubsen. Versagt mir glatt die Stimme. Windig. Toll. Er ist nicht so episch als Zauberer. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Yangus als Tank liebe? Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Haben wir irgendetwas, was hier auch... Ja, sollte lang. Zwillingsdrache regelt sowieso. Schön, dass jeder angeschlagen ist, aber keiner stirbt.
anjucken. Sehr schön. Ey, mit den neuen Schaden, ne? Wir sind aber auch ein Magiermädchen, ne? Das ist... Und nicht eines dieser Yu-Gi-Oh-Karten, schwarzes Magiermädchen, ne? Was Starkes, sondern wir sind so ein kleines Magiermädchen. Wir müssen eigentlich auch irgendwann mal ein Yu-Gi-Oh-Spiel spielen. Weiß auch nicht warum. Müssten wir irgendwann mal spielen. Das einzige Yu-Gi-Oh, was ich habe, ist Duelist of the Rose. Was ich ja gut finde. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Da ist er, der Knirps. Na, bleib hier. Wir wollen Freunde sein. Guck, rasselnde Rotzgöre. Das ist eine, die wir... Einen, den wir töten müssen. Er hat nicht viel Leben. Er kann auch nicht viel. Es ist halt einfach nur ein kleines Kind, was in dem Sand malt. Und wir schlagen es zusammen. Das ist halt unser Ding, ne? Dafür kriegen wir eine Kupfermonstermünze. Und erhebt sich wieder. Sieht die Gruppe respektvoll an. Soll die rassende Rotzgöre zu Moe's Monster Arena begeben. Ja. LP 58, MP gar nichts. Angriff 57, Flinkheit 76, Abwehr 54. Ja. Geh bitte dahin. Die rassende Rotzgöre läuft geschwind zu Moe. Mal kurz gucken. Jetzt haben wir schon den ersten. Der brauchen wir nur noch den einsamen Eden. Das ist ja der bei der Melar-Abtei. Und noch den Grinser, glaube ich, heißt er. Das dauert noch ein bisschen hin. Das ist, also bis wir den wirklich finden, den Grinser, dauert das wirklich noch. Wir holen uns jetzt erstmal hier eine wunderschöne Lederpeitsche. Einfach nur aus sexuellen Gründen. Ennü können wir uns ja schon hinbegeben, wo? Wir kommen. Fähigkeit, Zwillingspeitsche, Takabuka. So, jetzt können wir zur Elster gehen. Der macht mit seinem Schwanz ganz schön Schaden. Keiner geht Level up, ey. Alle. Ich will einfach nur, dass Angelo ein paar Talentpunkte dazu bekommt. Sondern einfach mal sagen kann, Angelo, los geht's. So, da sieht man ja auch schon das Häuschen, wo wir hin sollen. Ganz idyllisch gelegen. Muss ich jetzt rechts oder links vom Berg? Rechts. Und dann begeben wir uns auch schon auf unser neues Abenteuer. Ihr gebt keine EXP, ich brauche euch nicht. Haha. Guck mal, selbst die kann größeren Windzauber als unser Typi hier. Ganz hervorragend. Weg. Aber mit 135 EXP kommen wir halt auch echt nicht weit. Das ist halt jetzt auch nicht so, ne, dass wir da große Sprünge mitmachen. So, Elsternest. Da ist ein Yang. Ein hübsches Plätzchen hat sie hier auf jeden Fall. Auch leicht zu verteidigen gegen Zombies. Nur die Brücke, das ist schon gut. Hallo Elster. Ich hasse invertierte Steuerung. Hui. So. Einfach nur aus Gründe. Hi, was geht? I need to speak with Red. You're gonna have to let us through. Yangus, you think Red's gonna want to see your ugly mustache? Get out of here! Stop it! Don't you boss me around, mate. I ain't going nowhere till I see Red, so shift, Skivvy. Skivvy?
Who the hell do you think you are? What's all the noise? I can hear your gabbing from in here. Oh, sorry, boss. I got some geezer with no manners out here. He'll be gone in a mo. It's Yangus, isn't it? Just let him in. I'll speak to him myself. You heard the boss. Go on. Inside with you. Inside, ja. schön. Hallo. Hey, rote Elster. Kann man dich ausrauben? Weil sie ist eine Diebin. Die hat doch garantiert was außer ein Fenster. Ein Haarband. Das ist irgendwelche hübschen Statuen. Ich gehe erstmal in den Keller. Hier kommen wir ja natürlich nicht rein. Ach Mann, da brauchen wir den Superschlüssel für. Noch ein paar Krüge zerschmettern. Für Mini-Medaillen. Ja, einfach mal ausrauben, die Elster, ne? Das war's auch schon. Okay, die hat ein hübsches, naja, hübsches Häuschen, ist mehr oder weniger gesehen. Hi! Don't often see your face around these parts anymore, Yangus. So, what brings you here? It's like this, Red. You bought an horse from the black market drum in Pickham, right? Well, it belongs to this bloke I'm travelling with, see? Someone pinched it off him and then sold it on. That's how it came to be in the shop. I ain't gonna beat around the bush. I need it back. I'll pay whatever you want for it. Name your price. Straight up as usual, eh, Yangus? I like that about you. But I'm not selling that horse. She's a quality mare. Toes the line and she's got a decent coat on her. You know how much I like quality. However much you're willing to pay, I am not parting with it. What? Not for nothing? Look. It ain't for me. It's for me mate. I've got to get her back. I'll do anything you want. Oh, interesting. Never thought I'd hear words like that coming out of your mouth. Must be a good mate, eh? All right then, here's what you're gonna do. I'm sure you haven't forgotten the cave just north of here, right? Just bring us the jewel that's hidden in there. You know. The Venus Tear. What? Not that. You know I've been in that cave before and... You just said you'd do anything I want. You're gonna welch on that now, are ya? Just bring us the Venus Tear. Then I'll think about the orbs. Na gut, sie will eine Venusträne, was Yangus scheinbar kennt. So, ab und zu gucke ich mal ins Lösungsbuch. Weil er es kann. Und weil er herausfinden will, was er noch einsammeln kann, ne? Aber viel bleibt uns eigentlich nicht mehr hier einzusammeln. So. Wir gehen mal hier rein. Hallo mit dir. Na, was geht? Prinzessin mit dir ist an den Fesseln gebunden. Fesseln? Naja, es ist ein leichter Strick. Fessel würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist eine Mini-Medaille. Ist sie nicht hübsch? Noch so ein Fell wie das hier findet ihr im Umkreis von 100 Meilen um Pickham nicht. Sie muss mächtig gut gefüttert worden sein. Die rote Elsa weiß, was Qualität ist. Sie kauft nur das Beste. Da ist unser Karren mit einem Alchemiekessel drinne. Sie hat jetzt also auch einen Alchemiekessel. Und wir müssen ihr alles austauschen mit, ja... Mit den Dingen halt, ne?
Mit der Venusträne. So, das ist das Wort. Und das wird kein Zuckerschlecken, daran zu kommen. Auch wenn Zucker lecker schmeckt. Aber ich weiß noch nicht, wer Zucker schlickt. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, niemand leckt Zucker. Zuckerlecken ist irgendwie total eklig. Weiß ich nicht. Irgendwie stelle ich mir Zuckerlecken voll eklig vor. Also rohen Zuckerlecken, ne? Normalerweise, ne? Wenn du Eis und sowas, ist ja auch Zucker drin, aber jetzt so rohen Zucker einfach so aus der Tüte einfach so. Weiß ich nicht, ist irgendwie eklig. Ich weiß, dass ich damals als Kind sehr viel diese Kellogg's Frosties mit Zucker gegessen habe. Mit viel Zucker. So, dass der Zucker sich am Boden gesammelt hat und dann alles so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, voll eklig. 4 Talentpunkte für Angelo, das ist super. Da kann er ein bisschen Bogen lernen. Vielleicht mal ein bisschen was. Du unnötiges Kind. So, es gibt hier noch in dieser Map noch ein bisschen mehr zu holen. Jedoch brauchen wir dann noch gar nicht hinrennen, weil wir diese ganzen Schatztruhen noch gar nicht aufbekommen. Das dauert erstmal noch. Oh, nee, ey. Und wir haben uns da nicht erholt, ne? Möchte ich nur mal sagen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir uns da erholen. Ein Crit wäre schön gewesen. So, die Hexe ist Gott sei Dank weg. Die macht nämlich Schaden. Jetzt nur noch diesen Hüftschwuppel da. Weil die Affen sind nicht so schlimm. Klar, wenn die einen Verzweiflungsangriff machen, tun sie weh. Aber wenn die die Lage analysieren, dann halt nicht mehr, ne? Quatsch. Oh, da hätte ich einen töten können. Naja. Wir müssen uns, glaube ich, gleich erstmal heilen, wa? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Weil Angelo hat nur noch 41 Leben. Das lübt dann nicht. Lüt. Ich glaube, noch ein bisschen weiter drehen, ne, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, wir sind auch voll in die falsche Richtung gelatscht. Wir hätten eigentlich rechts rum von ihrem Haus sollen, aber wir sind links rum gegangen aus Gründen, die sowieso niemand versteht. Aber macht nichts. Wir finden auch so den Weg. Denn wir machen den Weg frei. Schlag mich nicht. Warum hat eigentlich alles eine höhere Flinkheit als wir? War das damals schon so oder hatten die das gepatcht? Bestimmt ein Patch drüber laufen lassen, war über die CD. Ach ja, Patches damals auf CDs gibt's gar nicht. Das waren noch Zeiten, wo du mit den Bugs leben musstest. Ich sag nur Digimon World 1. Deutsche Version.